Hallo und herzlich willkommen zurück mal wieder zu Banished. Ja, ich hab's ja eine Zeit lang aufgegeben. Jetzt fange ich es mal wieder an. Hab mir dabei aber Verstärkung geholt. Und zwar, Krümelmonster. Krümelmonster? Na, ich. Okay. Das Schokomonster-LP natürlich. Hallo! Ja, und ich hab mir mal gedacht, komm, weil bei Steam, im Steam Workshop. Kennt ihr bestimmt sicherlich alle. Gibt's nämlich Mods. Und ja, hier, es gibt Battlefields, die muss ich noch enablen, damit die eingesetzt werden. Dann gibt's noch transportierbare Karren. Die gibt's jetzt mittlerweile. Fishing Farm ist auch geil. Und was am besten ist für die An-Englischsprecher unter uns hier, deutsche Synchro. Ja. Und. Ja. Und dann noch halt kleine Stauräume, die connecte ich mal. Ja, will ich. So, jetzt wird das Spiel einfach nochmal neu geladen. Währenddessen habe ich nicht aufs Handy geguckt und ich werde jetzt mal ein neues Spiel anfangen. Stadtname nennen wir jetzt einfach mal Stuckenborstel, ist vielleicht zu bekannt mittlerweile. Mordor. Wir nennen die einfach Mordor. Ja, geht voll klar. Kartenseed bleibt so. Täler kann so bleiben. Terraingröße machen wir natürlich groß. Klima gemäßigt, ja. Katastrophen aus. Startbedingungen. Mittel, ja, so. Haben wir das eingestellt. Und ich hoffe, es wird all gut. Ja. Ja, die Schoki ist irgendwas da am Zusammenfriemeln bei sich selbst. Soweit ich das mitgekriegt habe. Ja, weil ich am Freitag so eine Party mit meiner Michi-Gruppe hab und ich bin DJ. Ja, läuft. Ich habe ja schon die New Kids Musik vorgeschlagen, aber das wollte sie irgendwie nicht so. Ach ja, New Kids, New Kids, New Kids. Wer sie nicht kennt, der hat was verpasst. Finde ich zumindestens. New Kids muss man kennen. Ja, das muss man. Gutes Mädchen. Hab's früher mal geguckt. New Kids und so. New Kids, Celebrity Deathmatch, Happy Tree Friends und Hau mich kaputt. What? Oh ja, Happy Tree Friends. Oh. Hat ein Kumpel von geil. Mir sich jetzt echt aufs Handy geladen, 4 Folgen. Echt? Ja, zu geil. Und, hatte ich auch früher. Und 4 Folgen von Celebrity Deathmatch. Alter Schwede. So, und jetzt sind wir gerade im Spiel und es läuft echt flüssig. Das freut mich. Auf 60 FPS, Alter, das hätte ich noch nie. Geil. So, Das erste, was ich baue, sind erstmal Häuser. Die baue ich erstmal hier ins Gebälk. So, 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 immer so Dreier rein. Ich glaube, ich brauche erstmal 5 Häuser, das müsste reichen. Und bau denn auch mal direkt einfach mal ein Kornfeld. Ah ne, das ist was anderes. Upsi, sorry. Wo ist denn das? Essen da. Ein Acker bauen wir uns jetzt mal direkt und zwar hier vorne direkt hin. Und zwar ein 10x10 Feld. Dass wir mit Kartoffeln oder Bohnen pflanzen können und ich lasse mal bei Kartoffeln. So, denn natürlich das altbewährte Tool. So und da. Arbeitergedöns. Da tun wir mal dahin. 10 Arbeiter haben wir, 9 schicken wir als Bauarbeiter in den Rennen und 1 als Bauern. So. Wir sind einfach Genius. Boah, ich muss mal das Spiel auf meinen Kopfhörern leiser drücken. Ach nee. Bin hier voll am Musik runterladen. Ich glaube, ich habe jetzt, glaube ich. Boah, Alter. Hier? Was ist das für eine Musik? Kommt die von dir? Nein. Alter, was hat Banished denn auf einmal für Musik? What the fuck? Da muss ich mal kurz in die Options. Ich hatte hier nur Techno an. Muss ich mal alles ein bisschen auf 10 schalten, weil sonst wird mir das alles hier zu hippie-mäßig, Alter, und dann denkt ihr irgendwann, ich kiffe hier, wenn ich hier einfach übernehme. Okay. So, jetzt geht's. Ja.
Gut, Kartoffeln haben wir erstmal 1080, Ledermittel haben wir auch 17 und Eisenwerkzeuge haben wir auch. So. Gut, Wege wären vielleicht schon mal nicht schlecht. So. So. Ah, Mann, ich muss mich noch wieder dran gewöhnen an die Steuerung von Banished. Also wer Banished ja schon mal gespielt hat, kennt dieses Spiel, oder wer es bei mir damals mal geguckt hat, kennt das Spiel natürlich auch. Schoki, hast du das Spiel denn schon mal gespielt? Oder bist du eher so der, nicht so der Aufbauspiel-Fan? Eigentlich nicht, aber ich habe schon mal angespielt und ich kann mich dran gewöhnen, aber keine Ahnung. Ist halt immer noch nicht deins. Ja. Ich mag eher so 3D-Spiele mit Open World und bla bla bla. Ah, das habe ich auch noch nicht mehr gesehen. Also es gibt auch neben dem General Store, der sowas ist im Mittelalter wie ein Aldi oder Lidl oder was weiß ich jetzt nicht, heutzutage. Und dann habe ich auch noch einen Hardware Store, also nicht für eure Hardware, sondern für, wie heißt das gleich, für Äxte und hau mich kaputt und so weiter und so fort. Das wusste ich auch noch nicht. Ups, ja. Und dann halt noch ein Farmstand, der so halt ist wie so ein kleiner Markt. Dann haben wir noch zusätzlich zum Essen haben wir nicht nur einen normalen Fischer. Nee, wir haben auch eine Fishing Farm. Alter, warum rede ich gerade so extrem? Keine Ahnung. Ich bin geil. Nee, oh Gott. Das ist auch eine neue Methode halt, Fische zu züchten. Dann braucht man halt einfach den, den Fischer nicht mehr rein zum Beispiel jetzt. Kann man dann halt so die Fische züchten. Sowas gibt's denn auch. Und ich glaube, das war's dann auch soweit von den Mods. Man kann sich auch noch japanische Städte-Sachen runterladen und so weiter und so fort. Das natürlich auch noch extrem geil ist. Wie ich persönlich finde. Und ne? Ja, Holzhacker? Nee, ich brauche erstmal einen, der hier so... Forsthaus, der auch hier cuttet, Woodcutter und so weiter. Gott, wo stelle ich den denn hin? Den stelle ich hier einfach mal ins Gemüse. So. Warum habe ich die Arbeit damit gemacht? Bist du bekloppt, ey? Brauchen wir nur noch 4 Stück, dann können wir auch 4 Bauarbeiter, ja, dann können wir eigentlich alles. Ja, ist Frühlingsanfang. Gut, dann ist alles noch okay. Dann ist das Feld, muss das auch noch nicht so extrem bestellt werden. 5 Leute, die jetzt arbeiten. Das heißt, die bauen hier hinten einfach mal das Eisen und so weiter ab. Also ich muss echt sagen, als ich damals das Spiel bei Gronkh gesehen habe, habe ich mich direkt in das Spiel verliebt und wollte das auch unbedingt haben. Was ich dann irgendwie ein paar Monate später auch getan habe. Alle haben Dach über dem Kopf, das ist schön. Santonio und Molly. Beide 12, beide eine eigene Bude. So siehst du, so sieht's aus. Er Bauer, sie Bauarbeiter. Lol, ne? Lol. Alter. Weißt du, sie macht die Knüppelarbeit, weißt du, und er ist schon mit den 12 auf dem Feld. Geiler Typ, geiler Macker. Oh, hier, Estor und Amina, 13 und 12 jeweils beide. Ne, der Estor, der Mann 13, die Frau 12 und ein Kind. Geil. Ja, yeah, und das heißt Chrissa. Oh Mann, gibt's auch einen, der heißt Kevin oder so? Alter, hier, der Mann ist 11, die Frau 16 und haben schon 2 Kinder mit 8 und 4. Die haben schon ganz schön... Ach ja, schön sowas. Wir bauen dann einfach mal ein paar. Wir müssen unbedingt auch Ressourcen mal abbauen. Deswegen bauen wir einfach mal hier den ganzen Holzwald weg. Damit wir. Das sind alles noch so junges Volk hier, meine Güte. Ups, jetzt ist gerade mein Fraps kurz hängen geblieben.
Das ist bei Fraps halt normal. Ich habe manchmal 60, dann 30 FPS. Das ist jetzt auch nicht so das extrem Schlimmste. Aber irgendwann schmiert es einmal ganz kurz ab. Also ist mal kurz Stockbild. Ne? Also nicht wundern, wenn es auf einmal in der Aufnahme einmal kräftig hakt. Was kann ich denn noch bauen? Jetzt währenddessen schon mal. Eine Jagdhütte brauchen wir noch nicht, so weit sind wir noch nicht. Aber ich könnte einen Handelsposten auch nicht. So ein Farmstand. Ich glaube, ich brauche aber noch so eine Pfeffertante. Beziehungsweise eine, die... wie heißt das nochmal? So eine Kräuterhexe. Die Sammler sucht... Der Sammler sucht und pflückt Beeren und essbare Wurzeln. Ja, das klingt doch nochmal sehr schön. Ups, weggedrückt. Das wollte ich gar nicht. Ich muss ja mit R drehen. Hey. So, die baue ich denn hier so dran an die Häuser? Glaube ich. Oder mache ich die weiter so in den Wald? Ich kann die natürlich... Nee. Es überschneidet sich sonst. Ich baue die hier neben die Häuser. Das ist jetzt nicht so schlimm. Da kann die auch ein bisschen im Wald hocken. So. Dann kommt dann... Immer diese Waldhocker. Hä? Immer diese Waldhocker. Ja, Gamer, weißt du. Ja, schlimm. Ja, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, solche Leute. Ich auch nicht. Sind alles potenzielle Amokläufer. Ja, wer zockt denn schon? Also... Ja, von heutzutage, Alter, das ist schlimm sowas. Ja, echt. Das. Boah. So, ein bisschen Iron haben wir noch. Holz haben wir auch noch ein bisschen. Und Stein haben wir nicht mehr so viel. Wer hat mir denn jetzt geschrieben? Das ist jetzt echt uncool. Ist unwichtig. Entschuldigung, dass ich drauf geguckt habe, aber... Ich halt... Das bin ich, ne? Ich mach so, wie ich es denke. Und nehme auch so auf, wie ich reden will. Scheiße, alte Oma. Schoki denkt sich jetzt auch, oh mein Gott, was habe ich mir angetan? Aber... Natürlich. Das denkt sie sich jedes Mal, wenn sie mit uns aufnimmt. Nein, ich gucke hier nur gerade, bin voll konzentriert, weil ich noch hier was und so alles einstelle, extra. Ja. Und bei diesem Druckraum muss ich erstmal gucken, wie man das macht. Ja, das ist natürlich ein bisschen komplizierter, ne? Ja. Ja, kenne ich sowas. Was? Market. Ja, ich glaube, ich spare mir denn die Märkte und hole mir einfach nur so einen Farmstand, der einfach weniger anbietet, aber ein Dings hat. Wenigstens etwas. So. Hier wird fleißig Holz gefällt. Hier wird fleißig Iron abgebaut, so wie ich das sehe. Eine Schule werde ich vorerst nicht bauen, weil die Kinder sollen direkt lernen zu arbeiten. So. Richtige Erziehung. Und ich spule einfach mal auf zweifache Geschwindigkeit vor. Das ist immer so eine angenehme Geschwindigkeit dann. Jo, den Förster. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 4 Förster. Das passt ja herzallerliebst. So. Und der Förster, der pflanzt und fällt. Ja, das ist gut. Das ist ganz okay. Damit kann ich leben. So. Auch einen Weg zum Förster hingebaut, damit er nicht so weit laufen muss, der Typ. Ich find's geil, einfach wie sie einfach diese Dreckwege mit einer Pickaxe machen. Finde ich immer noch grandios. Geiler Typ. Geile Typen, ey. Ich glaube, ich bin damit fertig. So. So, Ressourcen abbauen. Dann tun wir einfach mal nur Steine abbauen, die hier in der Region sind. Zack, zack. Das bauen wir einfach mal in Stein ab, weil wir brauchen ja Steine, brauchen wir. Steine ist das Grundbaumittel einer guten Siedlung. Ja, hier merkt man, hier werden überall kleine Bäume angepflanzt. Das ist natürlich dem Förster zu verdanken, der das alles macht.
ist ja alles schön und gut. Und ich baue direkt, glaube ich, mal noch ein Feld an, dass wir keinen Essensunterschuss, heißt das so? Oder keine Essensknappheit, so heißt das ja, haben. Vielleicht baue ich auch eine Viehweide. Geht das hier so? Oder ist das uneben, das Terrain? Nee, das geht voll klar. Gut, gut, nice, nice. Freut mich, freut mich, freut mich, freut mich. So, 12 mal... Nein. Wäh? Warte, nee, 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 nee. So, das wollte ich so nicht machen.